Hallo meine lieben Mädchen, zwei Freunde, herzlich willkommen hier bei Fanchas auf dem Kanal. Ich bin euer Wolf Tomme und damit begrüße ich euch nun zur neuen Folge von Mädchen 2 Hardcore. In der letzten Folge hatten wir leider einen ziemlichen Pain erleiden müssen, denn wir haben statt der Junghelden Glocke haben wir aus Versehen den Junghelden Fächer ausgewählt. Das wird uns jetzt natürlich erstmal ein kleines bisschen einschränken. Zwar jetzt nicht so viel, dass das jetzt wirklich, wirklich schlimm ist. Allerdings ist das trotzdem ein bisschen Pain, weil theoretisch müssten wir jetzt diese Waffe bis Level 29 auf jeden Fall behalten. Deswegen ist das ein bisschen doof gelaufen, vor allem mit dem Aura-FB, was wir ja vor zwei Folgen gedroppt haben. Können wir uns ja endlich mal einen Löwen wahrscheinlich leisten, also einen weißen Kampflöwen. Deswegen ist das ziemlich, ziemlich bitter gelaufen für uns. Aber gut, wir können es nicht ändern. Damit abgefunden habe ich mich noch nicht ganz, wie ihr vielleicht raushört. Aber ja, was sollen wir denn machen? So, jetzt mal gucken. Wir sind hier auf jeden Fall gleich Level 19. Das heißt, mit Glück kriegen wir unseren ersten M-Skill. Und mit Glück, wir haben einen FB im Lager, klappt sogar der M-Skill auf M2. Was natürlich auch echt super wäre, wenn das so wäre. Aber wir lassen uns erstmal überraschen, wie das Ganze jetzt laufen wird. So. Da kommen weiße Tiger raus. Let's go. Und damit kommen wir jetzt auch gleich Level 19. 1,95% noch haben wir. Super. Ah, sehr schön. So. So. Mir ist aber auch ein Problem bewusst geworden, ne? Dadurch, dass wir so wenig Inventarplätze haben, bezüglich Abmaterialien und alles, dadurch, dass wir auf jeden Fall auf Level 40 hochgehen, bevor wir überhaupt auf einem Level bleiben können zum Farmen, haben wir eigentlich wirklich gelitten. Weil alles Abmaterialien, was wir brauchen, das müssen wir uns kaufen. Das müssen wir uns kaufen, weil wir können das groß nicht lagern. Das ist auch wieder so eine Sache, ne? Deswegen ein bisschen schwierig ist das schon, ehrlich gesagt. Aber ja, gut, was soll man machen? Wir können es ja nicht ändern. Aber das ist mir so ein bisschen bewusst geworden. So, eigentlich, wir können nur das Nötigste immer upen. Oder wenn wir genug gefarmt kriegen, dass wir was fertig kaufen können, dann kaufen wir es fertig. Aber ich glaube, das mit unserem Inventarplatz, das ist ein bisschen sportlich. Allein die Ofensteine, das wird eine echt sportliche Geschichte mit Map 2 werden. Weil theoretisch, wir müssten jeden Ofenstein direkt verkaufen. Also das wird echt Pain werden noch. Also da werden wir noch wirklich große Probleme haben. Vor allem dann mit dem ganzen Zeit hin und her laufen, mit dem Einlagern etc. pp. Das ist wirklich Hardcore. Deswegen, da müssen wir echt aufpassen. So. So, aber leider BHB ist immer noch auf 17. Es hat leider nicht umgesprungen. Das ist natürlich auch jetzt wieder schmerzhaft. Aber ja, was sollen wir machen? Wir können es nicht ändern. So. Da müssen wir dann später zur alten Frau. Aber das können wir erst machen, wenn wir Level 20 sind. Das sage ich euch, wie es ist. Da behalten wir auch bei. Erst wenn wir Level 20 sind, dann gehen wir auch zur alten Frau. Weil vorher machen wir das jetzt nicht. Wir brauchen jede Zeit, um dieses Apalossa-Siegel zu verlängern. Deswegen, ja, da müssen wir dahinter sein. So, der Stein 30k XP. Allerdings kein einziges FB. Sehr traurig. Aber gut. Passiert. So, ist jetzt nicht der erste Medienstein, wo kein Fertigkeitsbuch rauskam. Deswegen ist es fein. So, gucken wir mal. So, nächster Medienstein. Wo steckst du? Wir brauchen Steine. Wir brauchen Steine. Ah, ohne Witz. Ich liebe solche Farm-Sessions, ne? Weil das Schöne ist halt auch, was ich halt auch richtig geil finde mit diesem Projekt hier. Zum einen, wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja wirklich ein Let's Play-Projekt. Das ist das zum einen richtig geil. Und zum anderen, ich sag euch, wie es ist. Leute, die nur Mädchen 2 spielen. Also, wenn Leute Mädchen 2 spielen. Und nicht aufnehmen, beziehungsweise kein Content machen. Die denken immer, ja, hey, Bruder, wann nächste Folge? Warum brauchst du so lange? Wenn ich so überlege, diese ganzen Mädchen 2 Folgen teilweise, ich habe bis zu 20 Stunden gezockt, um
ein Video zwischen 7 bis 12 Minuten rauszumachen, je nachdem, was an besonderem Zeug halt vorkam, beziehungsweise was man zeigen konnte, was man geschafft hatte. Jetzt überlegt mal, 20 Stunden Content aufnehmen, das muss dann noch geschnitten werden. Alles drum und dran muss gemacht werden. Es ist so viel Zeit für ein einziges Video. Überlegt mal, mit den 20 Stunden, was wir mit diesen 15 Minuten Folgen überhaupt schaffen, das sind 80 verdammte Hardcore-Folgen, was wir damals in eine einzige Folge investiert haben. Überlegt das mal. Zeitlich ist das eine... Boah, das ist... Da platzt die Hutschnur, ne? Also, wenn ihr euch das mal zeitlich vor Augen haltet, ist das echt heftig. Wirklich heftig. Und in den meisten Fällen, dann ist nur dasselbe vorgekommen. Trotzdem, weil zwar dasselbe muss da sein, aber wir mussten natürlich genug Stuff haben, um die Eiche zu haben. Wir mussten genug Stuff haben, um überhaupt Young zu haben, dass wir hier vorankommen, dass wir neues Zeug kaufen können, etc. pp. Da haben so viele Faktoren eine Rolle gespielt, was, wenn ihr euch überlegt, 80 Folgen Hardcore, 80 Folgen Hardcore hier, könnten wir in einer einzigen Folge machen. Und es waren, ich weiß, meine längste Mädchen 2 Serie bestand aus 86 Folgen. 86 Folgen, wo... Gut, am Anfang, da war es ein bisschen einfacher natürlich, weil Anfangszeit ist immer ein bisschen einfacher mit Content. Aber sagen wir jetzt mal, rund 10 bis 25 Stunden Maximum pro Folge sind da drauf gegangen. Pro Folge. Jetzt rechnet euch das mal hoch, bitte. Ja. Deswegen, es war nicht immer einfach, so viel Zeit zu investieren. Deswegen, manche Content-Creator werden das verstehen. Manche werden das nicht verstehen. Bei manchen, die haben einfach, ja, ich sag jetzt mal nicht Glück, aber sie haben halt auch die richtigen Mittel ab und zu mal dazu, um das Ganze zu pushen, was sie absolut verdient haben. Also sag ich euch, wie es ist. Wir machen hier kein Auge, wir beneiden hier niemanden oder sonst irgendwas. Also ich meine, das hat sich jeder hier hart erarbeitet und hart verdient. Sei es Fossi, sei es Maeve, sei es Simply. Alle Mädchen 2 Content Creator, die haben wirklich ihr gutes Stück harte Arbeit geleistet und jeder hat das verdient, wo er gerade steht. Beziehungsweise eigentlich, ich sag's euch, wie es ist, jeder von denen hat deutlich mehr verdient als das jetzt noch. Sag ich euch, wie es ist, aber ich gönne wirklich jedem die Welt, sagen wir es, wie es ist. Aber wie gesagt, es ist teilweise so viel Zeit fließt da immer rein oder ist immer reingeflossen, deswegen... musste einfach dieser Umschwung auch bei mir passieren im Kopf, weil, wie gesagt, für mich, ich muss mein Leben ein bisschen besser auf die Reihe kriegen. Ich kann nicht den ganzen Tag 24/7 vor dem PC sitzen und zocken. Das geht einfach nicht. Ich muss arbeiten und ja, wie gesagt, wenn man meine ganze überhaupt Lebensstory kennen würde, manche kennen sie, manche kennen mein Arbeitspensum, wo ich noch im Verkauf gearbeitet habe, wie viele Stunden wirklich draufgegangen sind, was überhaupt alles für Scheiße war. Es sind so viele Faktoren gewesen, die einfach das Ganze viel mehr erschwert haben. Zum Teil war ich auch selber schuld. Zum einen, ich habe es mit mir machen lassen. Zum anderen, ich habe diese Situation nicht geändert, weil ich ja einfach dachte, ja, ja, es wird schon irgendwann besser. Aber man ist ja sein eigener Key. Man kann nur besser werden, indem man sich selber verbessert, indem man sich selber wertschätzt. Deswegen, meine Lieben, passt immer auf euch selber auf, ne? Und achtet auch auf euch, bitte. Sag ich euch, wie es ist, passt auf euch auf, lasst euch nicht ausnutzen und hört ein bisschen auf euch selber. Dann könnt ihr alles auf dieser Welt schaffen, ohne Probleme. Das gönne ich euch wirklich von Herzen. Und egal, wer jetzt eine schwere Zeit durchmachen sollte oder sonst irgendwas, ich weiß, ihr packt das, das macht ihr locker weg. Und es werden bessere Zeiten kommen. Kann ich euch versprechen. So, aber jetzt hier zurück nach diesem etwas emotionalen Getexte hier. Sind wir jetzt wieder back hier in Mädchen 2 natürlich in unserer weiteren Hardcore-Challenge. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Level 20. Ich meine, gut, wir waren nie weg aus dieser Challenge. So ist es ja nicht. Aber wir nähern uns langsam dem nächsten Meilenstein, die Level 20. Richtig nice. Das heißt, uns stehen jetzt bald neue Möglichkeiten offen. So, einmal BHB nochmal drauf hier klatschen. Und dann können wir auch das Apalossa-Siegel verlängern. Da haben wir nochmal 7 Tage Spielraum, einfach sicherheitshalber. Weil, bis wir dann den Weißen Löwen kaufen können, bis wir den gefunden haben, etc. Das wird ja auch nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen ist das okay. So, jetzt mal kurz gucken hier.
Fertigkeitsbuch. Drachengebrüll. Das lassen wir das ganz kurz hier fallen, weil hier ist ja gerade keiner. Okay, die FBs nehmen wir wieder mit. So, Birengalle Plus könnten wir eigentlich mitnehmen. Weil brauchen wir, glaube ich, für Schild zum Appen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Aber Blitzwurf können wir dafür fallen lassen, weil Blitzwurf brauchen wir nicht. Das wird uns auch später nichts bringen und die 100k im Moment, darauf können wir verzichten. Weil auf Jagen verzichten ist halt auch immer wieder so eine Sache, ne? Nein, brauchen wir im Moment nicht. So, aber wir sollten dann langsam in die Stadt zurückkehren. Beziehungsweise auch unserem Biologen mal das Zeug hier geben. Wir müssen auf jeden Fall Inventar clearen. Das heißt, wir machen jetzt diese Farmrunde hier auf jeden Fall fertig. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann nochmal ein bisschen verbessern. Wir werden dann nochmal ein bisschen appen. Eben Schuhe, Kette. Das wird das, Schuhe und Ohrringe. Dass wir das auf jeden Fall schon mal gemacht haben. Und dann gucken wir mal weiter. Ja. So, zack. Nochmal BHB drauf. Also schon schön, 220 Damage machen. Richtig nice. Gegenüber den 150, die wir gemacht haben, ist das auf jeden Fall ein Upgrade. Ich meine, die kommenden 5 Inpunkte, die werden jetzt auch nochmal ihren kleinen Teil dazu beitragen. Besser als gar keinen Teil, deswegen passt das. So, Unglücksplattenpanzer. Dann lassen wir das mal fallen kurz. Ja, Mönchchen wieder aufheben, passt. So, und die blauen Tränke, wir müssen ja im Moment jetzt nicht von den Tränken leben, deswegen können wir die auch fallen lassen zur Not. Wenn wir ein bisschen Platz brauchen. Ah, da haben wir blaue Tränke bekommen, okay, never mind. So. Lian nehmen wir jetzt natürlich auch noch schnell mit unserem Trank der Weisheit. So, da kam schön der Stun rein, sehr geil. So, gucken wir mal, wo ist der nächste Stein hier? Ich bin auch so froh, dass diese weißen Tiger keine Gefahr mehr für uns sind, ne? Sage ich euch, wie sie ist. Weil die weißen Tiger, die waren echt brutal gewesen zur Anfangszeit bei uns. So, hungriger Braunbär, 10 Stück, die nehmen wir auch gleich mal mit. Und auch nochmal 10% Erfahrungspunkte, die wir hier machen können. So. So, lala. Oh, wir müssen echt spielen mit unserem Inventar gerade. Sag ich euch, wie es ist. So. Oder 10% waren es Erfahrungs. Ne, 15%. Geil. So. Erfahrungspunkte werden auf jeden Fall mitgenommen hier. Dann haben wir hier nochmal 3 Stück. So. Perfekt. Ah, hier sind auch nochmal 3. Ah ja, schaut euch an. Damit haben wir jetzt gleich die Quest hier fertig schon. Sehr gut. So. Perfekt. So, und hier hinten die nächsten. Ah, nehmen wir die hier. Die lachen mich mehr an gerade. Aber auch nur, weil die näher dran sind. So, zack. Schaffe Inventarplatz und rufe der Belohnung erneut ab. Alles klar. So, rote Tränke haben wir bekommen. 54k Erfahrungspunkte. Nimmt man auf jeden Fall mit. Sage ich euch, wie es ist. So, jetzt gucken wir mal. Wo ist denn hier der nächste Stein? Finden wir hier überhaupt noch einen Stein? Also steinetechnisch hätte ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen mehr erwartet. Aber irgendwie ist die 30, sind die 30 Minuten echt schon um von unserem großen Speedrank. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Wir laufen ja wirklich hier im Schneckentempo. So, da hinten ist ein 5er Medienstein, den nehmen wir auf jeden Fall trotzdem gleich mit. Mal nur kurz gucken, ob hier oben noch ein 15er Stein hängt. Also echt, die Kupferohrringe, scheiß drauf. Die brauchen wir jetzt auch nicht. Die bringen uns eh keinen Vorteil, deswegen machen wir sie weg. Aber auch hier kein Medienstein. Ist es verrückt? Es ist verrückt, wirklich. Ah! Okay. Da ist sogar ein 2er, geil. Never mind. Ich sag nichts mehr, ich beschwere mich nicht. Die nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit hier an der Stelle. So, jetzt mal kurz gucken hier. Intelligenz auch nochmal hochpushen hier. So, zack. So.
Erst finden wir gar keinen Stein, dann haben wir einen Fünferstein gefunden und jetzt haben wir auf einmal drei Steine sozusagen mit dem Fünfer gerechnet. Auch nicht schlecht. So. Aber wisst ihr, was ich am Überlegen bin? Ob wir jetzt nicht bis Level 29 nicht doch Angriff plus machen. Ich glaube, auf Map 2 brauchen wir BHB noch nicht wirklich. Vor allem, wenn wir vom Reittier kämpfen. Ich glaube, es ist keine verkehrte Idee, wenn wir vielleicht hingehen wirklich und Angriff plus gehen, oder? Achso, jetzt mal for real. Ich glaube echt, das machen wir so lange. Wie gesagt, es sind nicht viele AB, aber so auf den Stein gerechnet, beziehungsweise natürlich auf die Dauer, können wir, sagen wir jetzt mal, in, keine Ahnung, 100.000 Damage vielleicht einen Stein mehr schaffen. Also extra schaffen, wisst ihr, was ich meine? Oder in 20 Metinsteinen sozusagen einen extra schaffen. Also 21 Steine. Mit dem kleinen extra AW-Push. Und jetzt brauchen wir eben ein bisschen AW-Hilfe. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht verkehrt, wenn wir vielleicht bis Level 29 zumindest Angriff plus machen und kurieren. Weil wir werden uns jetzt eh hauptsächlich natürlich auf Map 2 rumtreiben. Ich glaube echt, das ist die Idee, ne? Sag ich euch, wie es ist. Ich sag euch, wie das ist. Ich finde die Idee super. So, damit würde ich sagen, den Medienstein, den klatschen wir in der nächsten Folge. Wir gehen jetzt noch ganz kurz zur alten Frau, vergessen unsere Skills. Und damit, meine lieben Freunde, sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit reinschaut. Und dann bin ich raus. Euer Wolf Dumme. Tschüss mit euch, meine lieben Freunde. Macht's gut und ciao, ciao.